Guten Morgen zusammen. Heute befinde ich mich in Schieda, Schwalenberg. Das ist im Kreis Lippe. Ich bin jetzt gerade am Schloss Schieda im Schlosspark. Und der Hauptgrund ist, warum ich hier bin, dass ich einen Termin habe hier in der Nähe und ein bisschen früher losgefahren bin, weil ich mir dachte, bei dem Wetter, wie ihr gerade sehen könnt, es ist zwar minus 4 Grad, aber schönster Sonnenschein, unternehme ich eine kurze Tour, die sich hier anbietet. Hier ist nämlich der Schieder Stausee und rundum halt so die ein oder andere Kleinigkeit, wie hier der Schlosspark bzw. das Schloss Schieder. Hier geht es schön runter Richtung Schiedersee gleich. Und das Ganze würde ich euch gerne mal zeigen heute. Also, bleibt dran und genießt es. Hier in dem Schlosspark selber ist jetzt natürlich zu der Jahreszeit nicht ganz so viel zu entdecken, was blüht oder in fröhlichen Farben schimmert. Aber auch dieses Gefrorene hat immer seinen Reiz. Hier, das sind so die ganzen Häuser, die zum Schloss gehören. Die sind aber alle bewohnt. Also auch nichts, was man sich anschauen könnte. Deswegen radel ich jetzt schön hier runter. Folge einfach mal den Hinweisschildern. Ich habe so 2 Stunden Zeit. Das werde ich dann jetzt auch mal hier so nutzen. Schiedersee geht's rechts, also doch nicht ganz runter. Dann machen wir das doch. Schön angelegt ist das Ganze hier auf jeden Fall. Wie ihr hier schön sehen könnt. Aber ich glaube, touristische Ziele folge ich mal. Jetzt steht gerade kein Schild See, aber ich habe da schon was schimmern sehen. Ja, da hinten ist schon der See zu sehen. Dann rollen wir da doch mal rüber. Es ist herrlich. Man hört die Vögel zwitschern, den ein oder anderen Raben krächzen. Und hat jetzt schon bei schönstem Sonnenschein von hier oben einen herrlichen Blick über den See. Warum sollte man nicht solche Termine, wenn möglich, auch kombinieren, wenn man eh schon mal in der Gegend ist? Weil extra hier hinfahren würde ich nicht, das sind gute 100 Kilometer, nur für so eine kleine Runde. Aber da sich das heute so gut angeboten hat, konnte ich da einfach nicht widerstehen. Und da vor uns ist der See schön zu sehen. Leicht zugefroren, was man von hier schon erkennt. Das Schwimmbad hier im Vordergrund. Jetzt muss ich mal schauen, wo es lang geht. Rechts geht's auch, links geht's auch. Hier ist wieder so eine schöne Infotafel. Emmertal im Wandel. Da ist schön zu sehen auf den Bildern. Hier auf dem zum Beispiel. Da gab es nur das Schwimmbad, was vor mir ist. Und im Hintergrund waren noch lauter Felder und Wiesen. Und 1980 ist das Ganze angefangen hier mit dem Stauen und dem Umleitung oder der Umleitung von der Emmer, so heißt der Fluss hier. Und das staut sich jetzt hier im Ganzen. 2013 wurde die Emmer in ihr neues Flussbett entlassen und kann sich da jetzt angeblich wieder prächtig entwickeln. Ob dem so ist oder nicht, kann ich nicht beurteilen. Auf jeden Fall landschaftlich sehr schön. Dort sieht man so eine schöne Holzbrückenkonstruktion wieder.
die hier direkt neben diesem Café ist, was sehr schön gelegen ist. Dort ist der Stausee. Er ist wirklich zugefroren. Nicht so, dass man jetzt drauf gehen könnte. Aber es sieht schon stark gefroren aus. Also er ist komplett gefroren. Hier ist dieses Ausflugsschiff, was im Sommer fährt. Ach, ich bin gerade so tiefenentspannt. Echt klasse. So müsste jeder Tag beginnen. Leider nicht immer möglich. So, gucken, wie weit komme ich denn hier runter. Herrlich. Und hier sind wir direkt am Eis, am Wasser. Weltklasse. Ich schwenke jetzt mal wieder mitten in der Sonne. Auch wenn das vielleicht von der Aufnahme nicht ganz so gut ist. Aber wenn es klappt, sieht es auf jeden Fall toll aus. Es ist echt herrlich hier in der Sonne. Es ist ein gut ausgebauter Rundweg hier. Mal Teer, mal dieses Knochenpflaster. Aber bei dem Wetter echt Weltklasse. Bei der Aussicht möchte man gar nicht aufhören zu filmen. Überall die verschiedensten Wasservögel hier. So kleine abgetrennte Buchten, wo die Enten sitzen. Tiefgefrorene Bäume. Einfach nur schön. So kann man sich den Winter gefallen lassen. Mehr oder weniger strahlend blauer Himmel, Sonnenschein und ein schöner See. Was hier schön zu sehen ist, ich hoffe, man erkennt das auf dem Video auch, die Struktur von dem Eis. Es ist so richtig wellenförmig. Wenn ich nochmal näher dran komme, zeige ich euch das mal richtig. Ich habe das Ganze jetzt mal stark rangezoomt, damit ihr kurz die Struktur des Eises sehen könnt. Jetzt sehen wir schön, wie das Wasser hier fließt, neben dem Stausee. Das ist die Emma. Und dahinter, hinter diesem kleinen Wall, direkt der Stausee. Ich bin jetzt hier gerade an so einem kleinen Aussichtspunkt. Da ist auch so ein Schutzdach mit ein paar Bänken. Und hier vorne so ein kleiner Mosaikhai. Ansonsten habe ich jetzt gerade auf dem Weg einige Fotos gemacht von den Wasservögeln hier. Und ich werde mal schauen, wenn die gut geworden sind, dass ich die am Ende des Videos einfach mal anhänge. Hier ist noch so eine Skulptur. Eine Wasserschlange oder ähnliches. Und da hinten sieht man schon die nächste. Oh, da scheint auch so ein Türmchen zu sein. Das wird der nächste Halt. Wie versprochen bin ich jetzt oben auf diesem Aussichtstürmchen und man hat einen herrlichen Blick über diese ganze angelegte Stauseeanlage. Da auf der Seite sieht man schön die weißen Baumwipfel. Die Sonne scheint. Wahrscheinlich wiederhole ich mich heute zu oft. Aber das kennt ihr ja von mir. Wenn ich begeistert bin, bin ich begeistert. Ist halt so. Hier auf diesem Türmchen sind noch so zwei Hinweisschilder, welche Fische hier sind, welche Laichgebiete es gibt. Aber wie immer könnt ihr das auch nachgoogeln. Emma Stausee, Kreis Lippe. Dann sollte das alles rauszufinden sein.
merkwürdige Geräusche sind hier manchmal. Ich weiß nicht, ob man das gerade gehört hat. Das hört sich an wie so ein Echo immer, so ein Echolot. Und so sieht das Treppchen aus, hier hoch auf den Turm. Und da unten, da winkt euch jemand. Ihr wolltet mich ja schon immer mal sehen, ne? Da seht ihr mich. Direkt vor mir ist schön zu sehen, wie die Schleuse geöffnet ist, dass die Emma ihren freien Lauf hat hier. Hier an diesem Staudamm, nenne ich es mal, ist auch nochmal so ein kleines Café, was aber anscheinend zu hat jetzt. WC-Anlagen und was so dazugehört. Das erste Café vorhin an der Brücke hat übrigens offen. Und sah auch sehr einladend aus. Oh, da drüben auf der anderen Seite, das sieht gut aus. Ja, da fahre ich mit euch nochmal eben rüber. Sekündchen. Das ist jetzt die Rückseite von der Schleuse, die ich euch gerade gezeigt hatte, wo die Emma rausläuft. Und hier ist das angelegt wie so ein Gebirgsbach. Alleine von der Geräuschkulisse her schon beeindruckend. Und das Ganze nur, damit sie natürlich ein bisschen Fahrt aufnimmt und da hinten dann in Ruhe weiterfließen kann. Sehr schön gemacht. Entschuldigt das Wackeln, aber ich habe gerade mal ein bisschen gezoomt. Jetzt sieht man hier schön den Überlauf vom Stausee. Und wie ihr seht, ist nicht genug drin und es ist bis an die Kante gefroren. Eigentlich sollte es jetzt hier rechts in den Wald gehen. Und oh, da kommen auch welche. Ich werde es mal ausprobieren. Wenn nicht, kann ich ja immer noch drehen. Und so sieht die gegenüberliegende Seite aus, von wo ich gerade gekommen bin. Auch der Hintergrund nicht zu verachten. Jetzt geht das Ganze wieder hier über so einen gepflasterten Weg. Links der Wald, rechts der See. Und sofort deutlich kälter im Schatten. Man hört es auch am Wind, glaube ich. Trotzdem super. Morgen. Hier ist wieder so eine kleine Schutzhütte. Hier ist jetzt so eine schöne Holzschnitzerei. Da habe ich gerade mal ein paar Bilder von gemacht. Die füge ich dann auch ein. Hier ist ein Aussichtspunkt mit der Bezeichnung Sehnsucht, Weitblick, Sehnsucht, Weitblick, Aussicht, Schiedersee. Ein schönes Picknickplätzchen davor. Auch ein anderer Radler hier mit E-Bike. Noch einmal kein E-Bike. Mal schauen, wie das wird. Braucht man gar nicht viel zu sagen. Der eingefrorene Baum da unten im Wasser sieht ja auch gut aus. Ich zoome das mal wieder ein bisschen. Reicht schon, glaube ich. Guckt doch, was alles hier am Wegesrand liegt. Schon portioniert.
waren gerade schon so ein paar Häufchen. Ob man das mitnehmen soll? Ich weiß es nicht. Bestimmt. Jetzt ist da unten gerade so ein schöner Weg zu sehen. Aber der Einstieg zu dem Weg fing mit Stufen an. Da habe ich mir gedacht, nee, brauchst du gar nicht machen. Aber es scheint so, als wenn der jetzt komplett so wäre. Jetzt bin ich leider schon hier oben weiter. Ich guck mal, ob man da nochmal runterkommt, dass ich auch wieder am See bin. Jetzt habe ich so eine Mountainbike-Strecke gefunden gehabt, die gerade da runterführte, durch den Wald. War aber auch so zu fahren, also nicht so dramatisch. Auf jeden Fall bin ich jetzt wieder unten am See. Was für mein persönliches Empfinden wesentlich schöner zu fahren ist, bei dem Wetterchen als oben im Wald. Die ersten Kohlmeisen zu sehen, die ich seit langem gesehen habe. Hier ist ein Wohnmobilstellplatz, der auch gut sein soll. Wurde mir gesagt, aber bei der Aussicht kann man ja nicht ganz viel verkehrt machen. Oh, hier ist eine Flatterwand, hier darf ich wieder nicht durch. Warum auch immer. Ja, gut, dass ich durchgefahren bin. Sonst hätte ich das hier verpasst. Sieht aber klasse aus. Muss ich natürlich anhalten, weil man drauf gehen darf. Sehr schön gemacht. Das wird so ein Anleger sein für das Ausflugsschiff hier. Auch hier zu dem Strandbad. Sieht echt gut aus. Hier ist das Bootshaus mit Eisdiele. Da kann man garantiert auch schön sitzen im Sommer. Bootsverleih. Ufertreff. Da gibt es wahrscheinlich Getränke. Ah, hier wird schon was geboten. So ein Mini-Freizeitpark da vorne. Hier alles zugefroren. Hätte man als Schlittschuhbahn nutzen können. Wäre vielleicht mal eine Alternative für die Jahreszeit. Wie ihr unschwer erkennen könnt, befinde ich mich wieder am Schloss. Und das heißt, die kurze Runde hier am Stieder Stausee ist vorbei. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Mir hat es gefallen. Merkt man wahrscheinlich auch wieder daran, dass ich bei der einen oder anderen Ecke wieder ausschweifend gelabert habe, so wie jetzt. Aber ich bin halt schnell zu begeistern für solche Ecken hier. Ich zeige euch jetzt eben noch die Rückseite von dem Park. Finde ich nämlich auch sehr schön. Und die wollte ich euch nicht vorenthalten. Aber als Abschied passte gerade das Schloss im Hintergrund. Also, macht's gut. Euer Markus. Und... Monty!